Leiter Hans-Dieter Dreher. Meine Damen und Herren, und hier kommt Ihr Hannoveraner Hengst mit seinem kongenialen Partner. Begrüßen Sie Embassy 2 und Hansi Dreher. Und liebe Gäste, schauen Sie dabei auch auf den Videowürfel. Die bewegendsten Momente und Erfolge dieses Paares noch einmal kurz zusammengefasst. Und hier sind Sie, Embassy 2 und Hans-Dieter Dreher. Meine Damen und Herren, die großen Erfolge, Sie haben sie gesehen, die Siege in zahlreichen der großen Preise der Welt. Damals 2011 zusammengekommen, 2012 natürlich schon in Braunschweig, in München siegreich und schon gleich ein toller vierter Platz im großen Preis Aachens. Dann in Spruce Meadows, Calgary, Nationenpreissieg mit der Mannschaft. Zweiter Global Champions Tour in Monte Carlo. Die Siege im Nationenpreis von Rotterdam 2013. Aber vor allem, und da gibt es immer wieder und jetzt auch nochmal den Applaus, der Sieg hier im Weltcup in Stuttgart von Hansi und Embassy. Nationenpreiserfolge ab Higgs der Drome mit zweiten und dritten Plätzen. Der Weltcupsieg in Leipzig, der dann folgte. In Antwerpen die Global Champions Tour Etappe mit Platz 2 am Ende belegend. Und dann natürlich noch einmal der große Erfolg im Ländle mit dem Sieg im großen Preis Donaueschingens 2018 und einem zweiten Platz im Weltcup von Helsinki. Dieses Paar hat natürlich auch eine Familie, ein Team hinter sich stehen. Und dieses Team darf ich Ihnen ganz kurz den Auszügen ein bisschen näher bringen. Denn, meine Damen und Herren, die beiden hätten nie zusammengefunden ohne die Besitzer des Pferdes. Und dies ist die Familie Galmbacher, Herr Tobias Galmbacher, seine Gattin Katja und natürlich auch deren Kinder Tom und Leonie Sophie. Herzlich willkommen. Und Hansi wäre nicht dahin gekommen mit einem Embassy, wenn nicht seine Familie auch dahinter stehen würde, meine Damen und Herren. Nämlich seine Gattin, natürlich vor allem Marion, die Kinder von Hansi und Marion und auch ein Pfleger, nämlich Stefan. Herzlich willkommen. Herr Galmbacher, ein bewegender Moment. Und deshalb freuen wir uns darauf, wie Sie vielleicht noch mal kurze Erinnerungen Revue passieren lassen. Dankeschön. Hallo Stuttgart. Ja, entscheidend war für mich einmal damals, als Hansi Embassy ausprobiert hat, wie er gleich gesagt hat, der kann da bleiben, das wird was. Und das hat mich natürlich sehr stolz gemacht. Wir sind dankbar für die Jahre, die wir genießen durften. Und wir sind an erster Stelle, wollten wir natürlich auch Dank sagen an das Team von der Schleierhalle, die es möglich gemacht haben, die Verabschiedung von Embassy hier am Ort seines größten Triumphes
zu feiern. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wenn ich... Dankeschön. Wenn ich Embassy beschreiben möchte oder darf, dann sind persönlich für mich drei Charaktereigenschaften ausschlaggebend. Und das ist sein Ehrgeiz, seine Zuverlässigkeit und sein großes Herz. Und ich glaube, diese drei Pakete hat das Team um Hans-Dieter Dreher in den letzten Jahren so in die Parcours dieser Welt gebracht, dass sie eigentlich fast alle Betrachter verzaubert hat. Unser großer Dank gilt natürlich dem ganzen Team. Vorneweg Stefan, der Embassy in- und auswendig kennt, der es möglich gemacht hat, einen Champion aus ihm zu machen, weil ein Champion kannst du nur werden, wenn du wie ein Champion behandelt wirst. Dankeschön, Stefan, dafür. Dann natürlich Mario und Rea, die Frau von Hansi. Bei dem Terminplan von Hansi braucht man eine derart starke Frau im Rücken, die alles andere managt und organisiert, um den Erfolg am Ende in die Welt zu tragen. Dankeschön dafür. Ja, Hansi, was soll ich sagen? 8 Jahre, außerordentliche Momente, wahnsinnige Erlebnisse und immer vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind froh, dass wir Embassy gesund und vital nach Hause nehmen können, dass er sich nun seiner Zukunft, dem Zuchthengstsein, zum Schluss nochmal widmen darf. Und wir sind dankbar für die Zeit, die wir erleben durften. Danke Embassy, danke Hansi und danke Stuttgart. Und es gibt natürlich auch ein Dankeschön in Form von Geschenken mitgebracht an die Familie von Hansi und natürlich auch an seinen Embassy. Hansi, wir haben vor 2 Tagen zusammengesessen und über das Pferd gesprochen und damit auch über das Pferd deines Lebens. Hansi, und das Pferd deines Lebens hat dich den Tränen nahe geführt, schon in diesen Momenten. Und du hast gesagt, ich will ihn gar nicht verabschieden am liebsten, weil ob ich das über mich kommen lassen kann. Aber du hast entschieden mit deiner Familie, mit dem Besitzer zusammen, dass es hier in Stuttgart sein soll, diesen bildhübschen und, ich darf es glaube ich auch gerne sagen, kerngesunden Hengst. Hansi, die Momente, die dir durch den Kopf gehen, wenn du hier mit ihm vielleicht an dem Ort seines größten Erfolges stehst. Ja, ich bin Embassy unendlich dankbar für die unglaublich schöne Zeit, die ich mit ihm erleben durfte. Und ich bin heute glücklich und zufrieden, dass wir ihn zusammen gesund und munter in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschieden dürfen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Tobias Gallenbacher, der uns in all den Jahren voll und ganz unterstützt hat und uns auch Gott sei Dank nie getrennt hat. Einen großen Dank geht an meine Frau, die Marion, die Embassy immer geritten hat, wenn ich nicht zu Hause war. Natürlich auch an das Gestüt Grenzland mit dem kompletten Team. Ein ganz, ganz, ganz großer Dank geht an Stefan, seinen Pfleger. Der ihn in all den Jahren top gepflegt und umsorgt hat. Es war unglaublich, die beiden zu sehen. Und nicht zuletzt möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Fans und bei euch, bei dem Publikum bedanken, dass ihr uns die ganzen Jahre so voll unterstützt habt. Und wir hoffen, wir konnten euch viel Freude zurückgeben. Danke. Liebe Reitsportfreunde, schauen Sie, wie strahlend er dasteht.
Und als wir zusammensaßen und über die Geschichte dieses einmaligen Lebenswerkes, darf man durchaus sagen, dieses Paares im Sport sprachen, dann sagte er zu mich, als der Herr Kollege Gambacher mich anrief, ich wusste gar nicht, wer dran war. Und das Pferd kannte ich auch nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe ihn geritten, diesen Embassy, und habe einen Sprung gemacht. Und er hatte sich, so wie ich es auch geschrieben hatte, quasi auf den ersten Sprung in ihn verliebt, in diesen Embassy. Und Embassy hat ihn nie im Stich gelassen, denn Embassy hat etwas mit seinem Reiter gemeinsam. Beide sind ein bisschen verrückt. Sie wollen genau auf die andere Seite des Sprunges. Sie wollen es zeigen, dass sie es können. Und sie wollen es beweisen, am liebsten immer die Besten zu sein. Und das hat so oft geklappt. Und in diesen Jubelmomenten, die natürlich kamen und uns alle immer noch in Erinnerung sind, gab es natürlich auch einen Moment, der bei einem Sportler immer mal da sein kann. Nämlich eine Verletzung. Und eine Verletzung, die dazu führt, wenn man besonnen als Reiter mit einem Besitzer darüber sprechen kann, einem Pferd dann auch die notwendige Zeit zu geben und nicht geldgierig hinter Erfolgen herzureiten, damit es wieder in den Sport zurückkommt. Und das wurde gemacht. Und das, finde ich, verdient große Anerkennung. Und so das Wohl des Pferdes immer im Blick hat Hansi gesagt, ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich glaube und wünsche es mir. So war für ihn vielleicht dann nach der Wiederkehr in den Sport der emotionalste Moment. Mit ihm der Sieg vergangenes Jahr im großen Preis Donaueschingens. Denn er war wieder da und hatte die Elite düpiert. Eine kleine Verletzung nach der Global Champions Tour in Hamburg, wo er zum letzten Mal in diesem Jahr in seiner Karriere im Sport unterwegs war, die längst wieder ausgeheilt ist, führte zu der Überlegung, die dann reifte vor dem Stuttgarter Schleienhallenturnier. Weißt du was, der Bursche hat uns so viel geschenkt. Jetzt lass ihn nur noch andere Sprünge machen, aber die sollen nicht mehr die bunten sein. Er kehrt zurück, etwa 320 Kilometer nördlich deines Wohnsitzes Hansis nach Bayern. Und da wirst du nicht dein früheres Pferd, sondern deinen ewigen Freund immer wieder besuchen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Hansi und Embassy, wir werden sie immer lieben. Die letzte Ehrenrunde Ihres Lebens, meine Damen und Herren, aber das Leben geht weiter und Hansi wird uns informieren, wie seinem Freund und seinem Pferd des Lebens immer gehen wird. Begleiten Sie, meine Damen und Herren, jetzt mit Ihrem Applaus und ich denke mit stehenden Ovationen für das Paar, das Baden-Württemberg im Springsport hatte bis zum heutigen Tag als einziges siegreich im Weltcup Stuttgart.